Hallo und herzlich willkommen zurück bei Far Cry 3. Schön, dass ihr mit dabei seid. So, jetzt reden wir mit unseren Freunden. Ich schaue nochmal geschwind nach oben, ob ich hier noch was übersehen habe. Wie zum Beispiel ein Erste Hilfe. So wie die Kohlen. Ach, das sind die Metalldinger da draußen, diese Windräder. Alles klar. So, dann gehen wir mal zu unseren Freunden. Die sind unten in der Höhle. Na. Gibt es da keinen eleganteren Weg darunter? Das ist auch noch mein erstes Hilfekästchen, jawohl. Ah, das hilft ja, die kleine Schüssel da. Oder der Teller eigentlich nur. Frage ich mich, wo der Ursprung von dem Wasser ist, wenn da der Wasserfall ist. Ah, hier geht's runter schon. Da geht's in die Höhle. Bist du okay? Alles gut. Gut, das Boot ist fast fertig, wir können bald heim. Ich komm nicht mit. Was? Was redest du denn da? Ich habe meinen Platz gefunden. Hier, auf dieser Insel. Jason, ist das dein Ernst? Lisa. Ich will nur verstehen, was hier läuft. Zum ersten Mal weiß ich genau, was ich will. Das werde ich nicht so einfach loslassen. Du bist jetzt erwachsen. Darauf habe ich so lange gewartet und... Nun verlässt du mich. Mach's gut, Lisa. Lisa, lass ihn gehen. Verlasse die Höhle. Flieg nach Süden. Hm. Ich würde aber trotzdem sagen, ja, durchleben denke ich mal erstmal so eine. Ja, geh nur. Kümmer dich um dich selbst. Das kannst du am besten. Hey, Fräulein, wir haben euch gerettet. Ja, wir haben gerade nur eine schwierige Phase. Vielleicht bleiben wir ja doch. Oder wir gehen alle. Je nachdem. Noch solche Vorhaltungen zu machen, das ist natürlich schon wieder... Das war hart. Härter, als ich gedacht habe. So, Richtung Süde. Okay, egal, weitermachen. Gut. Agent Willis. Sprich mit Willis. Aber wir müssen Richtung Süden, hat's geheißen, ne? Aber der ist ja... Wo hatte ich denn mein Agent? Da bin ich schon wieder drüber geflogen. War mal einfach mit einer Schnellreise. Ich habe lange nichts mehr gehört von dir. Dachte, du wolltest weg hier. Nein, ich bleibe hier. Ich nicht. Die Russland-Operation ist aufgeflogen. Ich schließe mich der Taskforce 141 an und bin raus. War sehr schön mit dir. Danke. Ach, bevor du gehst, du musst mir einen Gefallen tun. Hilf mir, heute zu erledigen. Das geht nicht. Wäre leichter, ein Barter an einem Samoaner zu finden. Aber probier es ruhig. Ich hatte meinen Agenten da drüben. Er lebt noch. Glaube ich. Kannst du mir helfen, hinzukommen? Auf meinem Weg fliege ich über Holzinsel, wenn du mit willst. Ich schicke die Koordinaten. Perfekt. Ich werde da sein. Das Flugzeug hebt gleich ab. Ob du da bist oder nicht. Flieg nach Süden. Oh, 5 Minuten. Warte. Scheiß Zeitmission. Kann ich da einfach geradeaus drüber fahren? Gut aus.
Scheiße, ist das schon wieder so eine Zeitmission? Das ist so sinnlos. Wo geht's denn rüber? Wo geht's denn rüber? Da. Warum ist da keine Brücke? Da ist die Brücke. Hau doch ab. Jetzt nicht weiter. 3 Minuten noch, 3 Minuten. Ein Auto und das kann man nicht nutzen. Checkpoint erreicht. Wäre schon mal gut. Jason, ist die in Alamo hier? Die Piraten haben mich umstellt. Komm schnell! Okay, ich muss dich wahrscheinlich wieder beschützen, ne? So, von wo kommen sie? Da. Reparaturfortschritt, was? Oh, ja, der braucht ein bisschen. Oh, kein Einsehen. Wo ist er? Oh, verreck doch endlich, du Maschinentyp, Alter. Ja, aber er braucht noch. Das garantiere ich.
dieser Mal! Das darf doch wohl nicht wahr sein mit diesem Typen, Alter. So, wo seid ihr? Da hinten. Okay. Reparatur ist auch gleich vorbei. Ich glaube, eine Welle kommt noch. So. Sag ich doch. Fuck, geh rein da! Fuck, ich hänge! Steig ein! Na, selbstverständlich steige ich ein. Machst du Witze? Ich steig in Singapur um. Weißt du, dass es in Singapur illegal ist, Kaugummi zu kauen oder zu kaufen? Das ist eine uramerikanische Errungenschaft. Die Reispflücker erklären damit praktisch Krieg gegen Onkel Sam. Okay, danke. Warum schalten wir jetzt den Fallschirm frei? Steig ein! Ich sagte, steig ein! Ach übrigens, mein Mann Sam ist in Holztruppen eingebettet. Pfeif einfach den Star-Spangled Banner in Thurston in der Crazy Cock Bar. Dann weiß er, dass ich dich schicke. Okay, wie ging der nochmal? Ich hab der Agency mein Leben gegeben. Ich habe viele Fehler gemacht, aber jetzt zahlt es sich aus. Jawohl! Bin fast raus aus dem Dschungel! Haha! Jawohl! Wingsuit Shift nutzen. Woohoo! Yeah! Wahnsinn! Ich brauch mal kurz das Tutorial. Also, WSD, Wingsuit neigen, steuern, und C, den Fallschirm. Genau, das habe ich gebraucht. Das habe ich gesucht. Da wäre es auch nochmal gekommen, C, den Fallschirm zu nutzen. So.
Wird keine Punktlandung. Landen im Wasser am besten. Ist ein bisschen weicher. Ups. So, aber wir brauchen noch zwei Haie. Wer weiß, ob es diesen Sam wirklich gibt. Okay, wir sind hier. Ich brauche erstmal den Turm. Wo sind wir? Auf der Minimap sehe ich ihn. Beziehungsweise, wo sind wir? Ach, hier. Sag mir das mal. Mein Gott. So. Tigerfell. So. Haben wir das auch erledigt für einen stärkeren Beutel. Für die Raketentasche. So, warte mal. Apropos Herstellung Fähigkeiten. Wie viele Punkte haben wir denn da? Guck mal an, 12 Stück. Das ist ja sensationell hier. Sehr schön. Mal noch ein Wasser rumspielen. Ist die Fähigkeit Marathonmann. Das ist Hüft. Okay, mit Pistolen haben wir ja eigentlich nicht. MPs haben wir auch nicht. Schrotflinte haben wir auch nicht. Seilrutschenschütze wäre eigentlich auch nicht mal verkehrt. So, gehen wir jetzt mal zu High. Granaten-Takedown. Zieh einem Gegner den Stift aus der Granate und stoß ihn weg. Das ist, hört sich interessant an. So, und dann das hier. Ganz wichtig. Schwerer Niederschlag. Jetzt können wir auch diese Typen bearbeiten. Sehr gut. Dass sie hier zugeknöpft. Durch geübten Umgang mit der Körperpanzerung absorbiert er 50% mehr Schaden. Sehr gut. Was haben wir schon? Was haben wir hier? Messerwurf-Takedown. Ich gehe mal lieber in die Richtung. Einfach schnellerer Wechsel und hier haben wir flinke Hände. Du kannst ein Sturmgewehr, Scharfschützengewehr und leichte Maschinengewehre um 25% schneller nachladen. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Ninja-Schritt, der wäre auch richtig gut. Du verursachst deutlich weniger Geräusche beim Laufen und Sprinten. Sehr schön. Jetzt guck dir mal den Arm an. Schön zugehackt. Jawohl. Die Miezekatze haben wir. Wie weit müssen wir denn noch? 250 Meter. Weil hier. Bissle. Aber diese M16 ist echt. Oder MS16 so rum. Die ist gar nicht immer schlecht, gell? So.
sitzt er. Sind das Zivilisten? Ich glaube, die rote Tür wäre unser Lager. Drei blinde Mäuse. Suche in der Crazy Cock. War nach Sam. So, zack, zack. Hallo, wilder Mann. Ich gehe mal kurz hier rein. Muss er mal kurz interagieren. Alles klar, perfekt. Und ich speichere auch mal. Ja, scheiße, weil ich gerade eine laufende Mission ist, gell? Hm. Beweg deinen Arsch hierher. Hast du ein verficktes Problem? Er will mich verletzen. Hörst du schlecht? Hau ab. Ich mein's ernst. Halt dich da raus. Arschloch. Verschwinde. Am liebsten gleich eingreifen, ne? Heilige Scheiße. Den Crazy Cock gibt's. Hey. Hey, Bier? Ja. Ich suche einen Freund, einen Söldner, namens Sam. Ich kenne hier nur einen Sam. Hinten läuft eigentlich immer ein Pokerspiel. Meistens sind es heute Söldner. Vielleicht solltest du versuchen, dich da einladen zu lassen. Wo gehst du hin? Na, was glaubst du? Poker spielen? Das wird nichts, wenn du dir den Buy-in nicht leisten kannst. Ist das genug? Na gut, du bist drin. Was für ein ekelhafter Typ, ey. So. Willkommen im Spiel, Frischling. Setz dich. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel, gell? Letzter Pot. $2. Also was haben wir denn da? Mhm. Gesamtgewinne zeigen. Shift Hilfe. Okay, das ist dieses Texas Hold'em, gell? Ich komme. Anziehen. Was habe ich? Ich werde mitgehen. Das ist, glaube ich, gut. Ich gehe mit. Anheben, senken. Komm. Und Enter Race. Erhöhe. Die Runde setze ich aus. Call. Call. Okay. Zählst du mal das Zeugnis? Handziehen. Ach, Kacke. Nee, das ist doch ich nicht. Ich erhöhe. Gut. Aber hallo. Daraus wird nichts, ne? Aber es fehlen noch zwei Karten. All in Call. Call. Ach, fuck. Aha. Komm, hau ein König hin. Ja! Jawohl, haben wir schon mal, wie heißt ich das Ding? Ich werde checken. Ich will. Warte mal, kann man das? Fold? All in, check. Checke. Komm, ein Ass. Hau mir ein Ass her. Warte mal, ich hab. Check. Ich würde gerne erhöhen. Raise. Ich gehe mit. Hm. Wer hat gewonnen? Klasse. Hätte ich eine Chance gehabt. Ha. Der hat auch richtig geblufft, der Typ. Richtig gut. Fortfahren. So viel Glück habe ich sonst nie. So, ich blende mich mal wieder mit dazu. So, schauen wir mal. 4 und eine 8, okay.
Was ist das jetzt? Das Spiel langweilt mich. Ich steige aus. Jetzt schon? Soll ich lieber weiterspielen, Karl? Sollen wir den Einsatz erhöhen? Nein, nein, Sam. Ich sag ja nur. Gut. Oh, jetzt wird er aggressiv. Ich bin dann auch fertig. Keine Rückzahlung. Ich habe gewonnen, da brauche ich nichts zurückzahlen. So. Für wen arbeitest du? Willis schickt mich. Wie geht's ihm? Ich mache mir Sorgen um ihn. Hab schon seit Jahren nichts gehört. Ihm geht's gut, glaube ich. Los! Los! Wo ist er hin? Finde Sam und frage ihn nach Hoyt. Okay. Wie schaut denn jetzt? Da drüben. Er ist so gut. Ja, wie geht's ihm? Nächste Szene. Hier mit all den Kriminellen? Ich bin es leid. Die sind so leicht zu täuschen. Jeder glaubt, ich wäre die Gestapo, weil ich Deutscher bin. Ich wurde wegen meiner Kindheit befördert. Setz dich. Nun, wie lautet die Mission? Ich will heute töten. Scheiße. Warte. Du bist Jason Brody, hä? Du hast was erledigt? Ja. Warum sagst du das nicht? Du musst abtauchen. Hoyt wird dich in 1000 Stücke reißen. Das wird nicht leicht. Du bist ein Opfer deines eigenen Erfolgs, ja? Die Einheimischen greifen Hoyt jetzt an. Er ist auf alles vorbereitet. Wir müssen seine Organisation sprengen, sonst ist sein Tod nutzlos. Aber Hoyt weiß nicht, wie du aussiehst. Aber die hier kennt er. Was denkst du? Nein, 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 nein. Oder doch? Alles klar. Du musst bei den Söldnern anheuern. Halt, keine Diskussion. Das wird eine Zwei-Mann-Operation. Und ich brauche dich da drin. Das Wichtigste zuerst. Dein Aufsehen muss stimmen. Wie? Wir klauen eine Uniform. Die neuen Rekruten kommen per Schiff und werden an den Docks abgefertigt. Finde einen Rekruten. Dann lasse seine Leiche verschwinden. Klaue sein Zeugs. Dann funk mich an. Und zwar auf dieser Frequenz. Doppelgänger. Das Kirchen. Hallo? Jason, hast du es auf Hoyts Insel geschafft? Ja. Du hast nun bald das Ende des Pfades erreicht. Citra ist überzeugt, dass du der mächtigste Krieger des Stammes werden wirst. Alle Tatao gehören dann dir. Wenn du überlebst. Das garantiere ich. Ich wusste es, Jason. Um ins Zentrum zu gelangen, streife die Sorgen deines alten Lebens ab. Nur Citra und der Pfad dürfen bleiben. Ich weiß, was ich tue. Viel Glück. Okay, alles klar. Jetzt haben wir ein bisschen... Ja, Stress würde ich jetzt nicht sagen, oder? Haben wir Stress? Nö, glaub nicht. So, wir können mal gucken, was wir verkaufen können. 3 Artikel, sehr schön. Munitionstechnisch. Können wir auffüllen. Sehr gut. Zurück, zurück. Speichern hat er gesagt, aber ich speichere nochmal separat. Sehr gut. Und dann gucken wir nochmal kurz auf die Karte, wo wir uns jetzt eigentlich befinden. Ah, alles klar. Wir können rein theoretisch, aber das machen wir in der nächsten Folge. Erstmal den Funkturm machen und dann holen wir uns das aktuelle Ziel.
Jawohl, nimmt das Ganze doch hier noch ein bisschen Fahrt auf. Also was haben wir doch schon erledigt? Dachte ich mir schon fast, obwohl ich mir da sehr, sehr unsicher war. Aber erledigt nicht im Sinne von Tod. Ich glaube nicht, dass was tot ist. Alles klar. Gut, wir wissen Bescheid. Wir machen als nächstes den Funkturm und dann gehen wir zur Mission. Damit bedanke ich mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen über eine kleine Bewertung, einen Daumen. Und wenn euch das Video gefallen hat, ein Abo. Ansonsten bis zum nächsten Mal bei Far Cry 3. Ciao, macht's es gut.